Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu Game of Dwarves. Ja, in der letzten Mission haben wir die Elfenruinen abgeschlossen und diesem Goblin-Schaban ordentlich in den Hintern getreten. Ja, das war sehr schön. Dadurch haben wir ja den Hammer und die heilige Granate bekommen. Und wir haben es geschafft, in der Innovation, im Innovationsbaum, den letzten Perk zu erreichen. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, welche Technologien von Anfang an freigeschaltet sind. Ja. Wir starten jetzt als nächstes in die Mission Kommunikationszentrum. Das ist wieder mal eine Gefahrenzone. Und wie man sehen kann, kämpfen wir dieses Mal gegen den grünen Magier. So, ich halte mal wieder die Klappe, werden wir die Mission starten. Hey, attention, or perish. Wie funktionieren diese Dinger? Vielleicht sollte ich mir den Mechanismus... Hebt diese Barrieren auf. Also, der blaue Magier hatte recht, die Zwerge sind zurückgekehrt. Was genau wollt ihr denn erreichen? Attention. Öffne die Barriere, dann werde ich es dir direkt ins Gesicht sagen. Mit meinem Handschuh. Hey. Tss. Euch läuft die Zeit davon. Ich werde meinen Kollegen alles über euch berichten. Stop what you're doing and listen to me. Hör zu, Zwerge. Wir müssen diese verdammten Barrieren irgendwie durchbrechen. Irgendetwas sorgt dafür, dass sie aktiv bleiben. Lasst uns nach so etwas wie die Generatoren suchen und sie deaktivieren. Also ja. Wir stecken direkt neben dem... Wow. Das sind mal Ressourcen. Direkt neben dem gegnerischen Magier fest. Nur dass der durch seine Hightech-Barrieren, die so laut brummen, etwas abgeschnitten ist von uns. So, wir haben hier Platz für Pflanzen. Ich hoffe mal, wir kriegen da noch mehr Platz irgendwie raus. Hier hinter den Betten ist noch was. Wir sollten auf jeden Fall den Schlafraum vergrößern. So. In dem Raum ist nichts. Hier wären Wände, die aus gutem Boden bestehen, aber das bringt uns nicht viel. Hier ist etwas Gold, das wir ausheben können. Und dann lassen wir mal laufen. Ja, den Thronsaal können wir um 1 breiter machen und dann machen wir ihn einfach tiefer. Genauso wie wir hier alles irgendwie tiefer legen können und uns da vielleicht mit der Türe beschützen sollten. Oh, und ja, es ist wirklich alles freigeschalten, was Stufe 1 ist. Das finde ich nice. Das finde ich sogar sehr nice. Das heißt, wir könnten jetzt ohne Probleme eine Tür bauen. Eine Holztüre. Wobei so eine massive Türe wahrscheinlich stabiler gewesen wäre. Okay. Oh, da ist noch mehr Stein. Und da ist auch noch mehr Stein. Ach, gerade baut das hier alles aus. Ich muss gucken, dass ich an das Grünzeug rankomme. Ich kann schon mal den Düngestein platzieren. Düngestein. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich irgendwo... wo es nicht weh tut, sagen wir mal hier hinten, den ersten Forschungstisch platzieren, dass die Forschungen gleich losgehen. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Stein, dass wir einsacken sollten. Und die beiden watschen wieder hin und her.
Oh, hier sind schön viele Düngefelder, das ist gut. Der spackt ein bisschen rum, oder? Da sind noch mehr Steine. Und jetzt haben beide Hunger und essen erstmal was. Ja, die typische Masche eben. Das hier sieht noch sehr schön viel Eisen und Material aus. Das heißt, wir werden mal wieder den Thronsaal eins tiefer legen müssen. Nebenbei, das Schild hier sagt uns, wir sollen nach unten buddeln. Und ja, da gibt es schon ziemlich viele Räume. Gibt es hier weiter oben noch welche? Ja, hier drüben wird es ein... Das sieht aus wie so ein Maulwurfsbau, so verwinkelt wie das ist. Hier gibt es noch ein paar Räume. Da sind wahrscheinlich aber nur Dings drin. Gnome wahrscheinlich mal wieder. Und hier könnten wir überall lang. So, aber erstmal den Speisesaal weiter vergrößern. Die sind müde. Oh, und dich habe ich ausgesperrt. Das ist nicht so gut gewesen. Aber wir haben es noch knapp gemerkt. Ich mach mal die Tür vorsichtshalber auf, weil sonst kommen die Zwerge ja nicht hier drüben ran. So, während die schaffen, können wir mal nach den Quests gucken. Fahrt die Barrieren runter. 0 von 5 Generatoren zerstört. Dieser feige Magier hat sich hinter 5 merkwürdigen Barrieren verschanzt. So wie sie aussehen, werden sie wahrscheinlich von Generatoren oder so etwas gespeist. Sie können eigentlich halt zu weit entfernt sein. Wir müssen das Gebiet absuchen, diese Generatoren finden und sie vernichten. Nachdem wir alle Generatoren zerstört haben, werden wir zu diesem Magier gelangen können. Übung macht den Meister. Bringt einen Zwergensoldat auf Stufe 10. Manchmal müssen wir allen zeigen, dass wir uns mit diesen, dass wir uns um unsere Zwerge kümmern können. Wenn wir Zwerge ordentlich ausbilden und sie als Vorbilder für alle anderen einsetzen, zeugt dies von unseren Führungsqualitäten. Wir sollten jedermann zeigen, dass wir uns im Soldatentum auskennen. Lass uns mindestens einen unserer Zwergensoldaten auf Stufe 10 bringen, das ist sowieso klar. Großer Holzverbraucher. Holz ist einfach, aber trotzdem solide. Wir sollten uns mit keinem unserer Werkzeuge oder Rohstoffe zurückhalten. Wir sollten jedem Zwerg da draußen zeigen, dass wir wissen, wie man Holz richtig bearbeitet. Lass uns genug davon sammeln und damit etwas bauen, das uns am sinnvollsten erscheint. Und Soldatenkultur mit Plattenpanzer. Untätige Gelehrte zu haben, ist niemals eine gute Sache. Wir sollten dafür sorgen, dass sie immer an ihren Forschungstischen arbeiten und uns viele Forschungspunkte einbringen. Mit diesen Forschungspunkten sollten wir dann zum Freischalten der Technologien Soldatenkultur und Plattenpanzer. Diese Forschungspunkte sollten wir dann zum Freischalten benutzen. Das würde uns sehr zur Hilfe gereichen. Uns hier sehr zur Hilfe gereichen. Okay. Hier ist nochmal Steinboden. Ich glaube, wir verlängern den Thronsaal noch um 1 nach hinten mal. So, die haben schon wieder Hunger. Wow, hier ist aber auf jeden Fall schön viel gute Erde. Die wir nutzen können. Ich fange schon mal ein bisschen an. Brauchen wir eigentlich so viel? Nee. Die 6 reichen. Dann kann ich ja hier mal Holzpflanzen platzieren. Gleich mal 2 Arbeiter zuweisen. Oh, wir haben schon einen Punkt. Auf was geben wir das? Auf
erstmal auf das hier. Und dann brauchen wir Nahrungspflanzen. So. Ich denke mal, ich mache hier Schlaf- und Essbereich hin und verlege hier das Labor dann hin. Eine Etage tiefer sozusagen. Sieht schon mal interessant aus. Ich könnte hier zwei Pflanzen platzieren. Ich könnte aber hier so drei Pflanzen platzieren. Das wäre effektiver. Also hier noch zwei Holzpflanzen und hier eine Nahrungspflanze. Da haben wir 5, 5. Okay, ich verlege jetzt erstmal die Betten. So. Und wenn wir Eisen haben, baue ich mit denen ein paar Trainingsfiguren. Erstmal gucke ich, dass ich ein bisschen Beleuchtung reinbringe. Denn Beleuchtung sorgt für Zufriedenheit. Wie zum Beispiel brennende Feuerschalen. Wir haben ja genug Stein und wir können mehr als genug Stein abbauen. Und ja, hier lege ich einfach das Labor tiefer und gut ist. So, wir haben wieder einen Forschungspunkt. Das heißt, hier mache ich mal alles tiefer. Und ich lege auch die Sachen gleich tief, tue auch die Sachen gleich ausgraben. Und dann ist als nächstes der Thronsaal dran. Und ja, ich denke mal, hier grabe ich einfach einmal tief aus. Mach dann nachher die Leiter hier runter weg, dass der Magier nicht einfach gleich sich gleich reinlatschen kann. Hm, hier ist noch ein Stein. Gut, den hebe ich aus und baue ihn dann nachher mit einem Holzblock zu. So, der hat Hunger. Ja, Tür ist offen, sehr schön. Wie gesagt, ich brauche einen zweiten Arbeiter und dafür würde ich gerne... Ah, ich könnte ihn schon mal zum Arbeiter ernennen, weil da sind sie beide auf dem ungefähr selben Level. Er ist sogar nur Level 2. Weil jetzt am Anfang reicht es, wenn die Arbeiter niedrigeres Level haben. So, das heißt, ich kann gleich schon mal hier zwei von denen. Oh, warum kann ich schon die? Egal. Hier ist meine Karottenpflanze. Wir brauchen jetzt noch nicht so viel Nahrung. Das ist doch nicht euer Ernst, dass da unten noch ein Stein ist. Na komm. Und ich muss sagen, mir gefällt die Musik auf dieser Map. Ich kann mir mal raten. Hier ist ein ganzer Steinvorrat, oder? Ja, und darunter ist Silber. Hm. Naja, das kann ich alles dann mit solchen Bodendingern zumachen. Wir müssen ja eh einen Haufen Holz ausgeben. Okay, er kommt da das Bett ran, sehr schön.
Und hier müsste ich alles noch untergraben, eigentlich. Grabbefehle geben. Jo. Das hier sieht alles schon mal ganz okay aus, soweit.